Am 1. Januar ereignete sich ein katastrophales Erdbeben der Stärke 7,5 auf der Richterskala, das die Region Ishikawa in Japan erschütterte. Was dieses Ereignis noch bemerkenswerter macht, ist die Tatsache, dass Michel de Nostredame, bekannt als Nostradamus, es vor über 400 Jahren vorhergesagt hat. Seine erstaunliche Fähigkeit, zukünftige Ereignisse vorherzusagen, erregt Aufsehen, und zahlreiche neue Beweise liegen nahe, dass seine Prophezeiungen Realität werden. Nostradamus, ein französischer Astrologe und Hellseher, veröffentlichte sein berühmtestes Buch, La Prophéus, im Jahr 1555, in dem er viele Vorhersagen über die Zukunft machte. Eine davon betraf ein Erdbeben vor der Küste Japans, das einen Tsunami auslösen und viele Menschenleben fordern würde. Erstaunlicherweise glauben viele Menschen, dass diese Prophezeiung am 1. Januar in Erfüllung gegangen ist, als 55 Menschen bei einem mächtigen Erdbeben ums Leben kamen. Bevor man dieses Phänomen als bloßen Zufall abtut, lohnt es sich, die Fakten und Beweise für Nostradamus' prophetische Fähigkeiten genauer zu betrachten. Seine Vorhersagen beschränkten sich nicht nur auf dieses tragische Ereignis. Er sprach auch über Ereignisse von globaler Bedeutung, wie den Tod von Königin Elisabeth II. Und den Aufstieg von Adolf Hitler, die später tatsächlich stattfanden. Darüber hinaus gibt es Prophezeiungen von Nostradamus, die zukünftige Ereignisse in diesem Jahr betreffen, was verständlicherweise Besorgnis in der Gesellschaft auslöst. Seine treffende Vorhersagefähigkeit lässt die Menschen darüber nachdenken, was noch in naher Zukunft geschehen könnte. Es ist wichtig zu betonen, dass die Analyse von Nostradamus Prophezeiungen Vorsicht und ein kritisches Denken erfordert. Dennoch hinterlässt die Tatsache, dass viele von ihnen bereits eingetroffen sind, die Frage, ob es in ihnen eine Form übersinnlicher Zukunftsvision gibt. Können Propheten wie Nostradamus wirklich die Geheimnisse bevorstehender Ereignisse entschlüsseln? Angesichts der jüngsten tragischen Ereignisse in Japan und der Erfüllung von Nostradamus' Prophezeiung wartet die Welt gespannt auf weitere Entwicklungen und fragt sich, ob tatsächlich eine Ära der Vorhersagen und unausweichlichen Veränderungen auf der globalen Bühne bevorsteht. Ich lade Sie ein, die Geschichte der berühmten französischen Astrologen Michel de Nostradamus kennenzulernen und einen Blick darauf zu werfen, was er für uns im Jahr 2024 voraussagt. Nostradamus, der von 1503 bis 1566 lebte und den vollen Namen Michel de Nostradamus trug, erlangte vor allem durch seine außergewöhnlichen Prophezeiungen Ruhm, die er in seinem monumentalen Buch La Prophéus veröffentlichte, das im Jahr 1555 erschien. Dieses Werk, bestehend aus 942 poetischen Vierzeilern, sollte zukünftige Ereignisse vorhersagen und Licht auf die geheimnisvollen Aspekte des menschlichen Schicksals werfen. Nostradamus, zu einer Zeit, als astrologische Praktiken von der Kirche als Ketzerei betrachtet werden konnten, kombinierte verschiedene Sprachen wie Griechisch, Italienisch, Provenzalisch und Latein, um eine einzigartige Mischung von Worten in seinen Prophezeiungen zu schaffen. Dies machte es nur denen möglich, die diese Sprachen beherrschten, die tiefere Bedeutung seiner Vorhersagen zu entdecken und zu verstehen. Nostradamus hegte Befürchtungen vor möglicher Verurteilung durch die Kirche, was seinen Praktiken eine zusätzliche Mystik verlieh. Seine Prophezeiungen, verwurzelt im Mystizismus und einem tiefen Verständnis der Astrologie, umfassen verschiedene weltweite Ereignisse. Sie beinhalten nicht nur den Tod bekannter Persönlichkeiten,
sondern enthalten auch Anspielungen auf Naturkatastrophen und durch menschliches Handeln verursachte Katastrophen. In seinen Prophezeiungen skizzierte Nostradamus Visionen der Zukunft, die bei vielen Menschen tiefes Vertrauen in seine Fähigkeiten zur Vorhersage des Schicksals weckten. Allerdings ist ein entscheidender Aspekt der Interpretation von Nostradamus Prophezeiungen deren Verständnis im kulturellen, historischen und sozialen Kontext. Sind seine Vorhersagen nur Zufall oder verbergen sie vielleicht tiefere Bedeutungen, die gründliches Verständnis erfordern? Wenn wir in die Zukunft blicken, stellt sich auch die Frage, was uns im Jahr 2024 aus der Perspektive von Nostradamus Prophezeiungen erwartet. Haben diese antiken Visionen eine Entsprechung in der Realität der modernen Welt? Kommen wir nun zur Analyse der Liste von Nostradamus Prophezeiungen, die sich in vergangenen Zeiten in der Realität bestätigt haben. Einer der bemerkenswertesten Fälle ist die Prophezeiung über den großen Brand von London: Blut der Gerechten wird in London fehlen, verbrannt im Feuer. Die alte Dame wird von ihrem hohen Ort stürzen, und viele Personen desselben Geschlechts werden getötet werden. Diese prophetische Vision korrelierte erstaunlich mit dem tatsächlichen Ereignis, als der große Brand von London am 2. September 1666 ausbrach. Dies ist nicht nur eine Bestätigung von Nostradamus' Fähigkeit zur Vorhersage, sondern auch ein provokatives Thema zur Reflexion über die Natur der Zukunft und des Schicksals. Ein weiteres erstaunliches vorhergesagtes Ereignis ist die Herrschaft von Adolf Hitler in Europa. Die prophetische Ankündigung lautete: Aus der Tiefe Westeuropas wird ein kleines Kind aus armen Leuten geboren. Derjenige, der mit seiner Sprache eine große Anhängerschaft verführen wird. Sein Ruhm wird in Richtung des Königreichs des Ostens wachsen. Hitler gelang es, mit seinen rhetorischen Fähigkeiten bedeutende Anhängerschaften zu gewinnen, was zweifellos Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse in Europa hatte. Diese Prophezeiung, die fast eine Metapher für die Geburt einer mächtigen Kraft aus scheinbar bescheidenen Anfängen ist, gibt viel zum Nachdenken über die Natur der Geschichte und darüber, wie Einzelpersonen den Verlauf der Ereignisse formen können. Es ist erwähnenswert, dass Nostradamus Prophezeiungen oft aus poetischen Vierzeilern bestehen, was ihnen Mystik und Tiefe verleiht. Die Interpretation dieser Prophezeiungen erfordert jedoch Präzision und Sorgfalt, da die Sprache, in der sie verfasst wurden, eine Mischung aus Griechisch, Italienisch, Provenzalisch und Latein ist. Das wahre Verständnis der Prophezeiungen erforderte damals eine gründliche Kenntnis dieser Sprachen, was die Analyse zu einer anspruchsvollen Aufgabe macht. Moderne Wissenschaftler und Experten widmen sich eingehend der Analyse von Nostradamus' Prophezeiungen, indem sie versuchen, die potenziellen Auswirkungen seiner Visionen auf das kommende Jahr 2024 zu vertiefen. Diese Prophezeiungen wecken besonderes Interesse, da sie eine Reihe von Ereignissen umfassen, die, wenn sie eintreten würden, einen erheblichen Einfluss auf die weltweite politische, soziale und wirtschaftliche Bühne haben könnten. Ein Schlüsselpunkt in der Analyse von Nostradamus ist die mögliche Abdankung des britischen Königs Charles III. Diese Prophezeiung wirft Fragen nach möglichen Veränderungen auf dem europäischen Thron auf, was ein Ereignis von enormer historischer Bedeutung wäre. Experten überlegen, ob Nostradamus tatsächlich eine solche Situation vorhergesagt hat oder ob diese Visionen auf symbolische Weise zu lesen sind, auf der Suche nach tieferen Bedeutungen. Ein weiterer beunruhigender Punkt in den Vorhersagen ist der bevorstehende Große Krieg.
Bei der Analyse dieser Prophezeiungen versuchen Forscher potenzielle Konflikte und Regionen zu identifizieren, die die Arena für dieses dramatische Ereignis sein könnten. Das Verständnis des historischen Kontexts und die Berücksichtigung aktueller geopolitischer Spannungen sind entscheidend für die richtige Interpretation dieser Prophezeiungen. Nostradamus warnte auch vor Überschwemmungen, die zu riesigem Hunger führen könnten. Diese Prophezeiung weist auf die Möglichkeit katastrophaler Naturkatastrophen hin, die weltweit zu Nahrungsmittelknappheit und Schwierigkeiten beim Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen führen können. Experten legen Wert darauf, die Auswirkungen des Klimawandels zu verstehen und präventive Maßnahmen im Lichte dieser Vorhersagen zu ergreifen. Der letzte, aber nicht weniger wichtige Aspekt der Analyse betrifft angekündigte Veränderungen im Vatikan. Nostradamus wies auf mögliche Transformationen im Herzen der katholischen Kirche hin. Diese Prophezeiung löst zahlreiche Spekulationen über mögliche interne Ereignisse in der Kirche, Veränderungen in ihrer Struktur oder päpstliche Entscheidungen aus, die einen signifikanten Einfluss auf das religiöse Bild der Welt haben können. Im Kontext des kommenden Jahres ist eine der Schlüsselprophezeiungen Nostradamus, die besonderes Interesse weckt, die Ankündigung des Vertreibens des Königs der Inseln. Obwohl in den Texten kein konkreter Monarch genannt wird, deuten Spekulationen meistens auf König Charles III als potenziellen Kandidaten für die Abdankung hin. Nostradamus' Aufzeichnungen legen nahe, dass der König der Inseln, der eine kontroverse Scheidung durchmachte, Gegenstand einer gewaltsamen Vertreibung wird und durch denjenigen, der keine Zeichen eines Königs haben wird, ersetzt wird. Der renommierte britische Schriftsteller und Experte Mario Reading, Autor des Bestsellers von 2000 mit dem Titel Nostradamus Prophecies, weist auf fortlaufende Angriffe gegen Charles III und Königin Camille als potenziellen Faktor für die Abdankung des Monarchen hin. Reading betont, dass Nostradamus oft konkrete Personen hinter rätselhaften Beschreibungen verbarg, was die Interpretation der Prophezeiungen zu einer anspruchsvollen Aufgabe macht. Es ist erwähnenswert, dass Nostradamus' Aufzeichnungen den Tod von Königin Elisabeth II. Im Jahr 2022 erwähnen, was nach Reading eine Bestätigung in den Prophezeiungen findet. Die Analyse dieser Vorhersagen weckt das Interesse sowohl von Forschern als auch von der breiten Öffentlichkeit, und Nostradamus' Aufzeichnungen scheinen bedeutende Ereignisse auf der internationalen Bühne vorherzusagen. Wie Forscher jedoch betonen, muss die Interpretation von Nostradamus' Prophezeiungen mit großer Vorsicht erfolgen. Verwickelte Metaphern, poetische Sprache und der Mangel an konkreten Daten machen das Entschlüsseln der Botschaft zu einer herausfordernden Aufgabe. Der französische Astrologe sagte in seinen Prophezeiungen voraus, dass das Jahr 2024 eine beunruhigende klimatische Unordnung in die Welt bringen werde. In einem der mystischen Vierzeile äußerte er die Überzeugung, dass das trockene Land noch trockener werden wird, und kündigte gleichzeitig das Herannahen von riesigen Überschwemmungen an. Diese rätselhaften Worte stellen eine Herausforderung für Übersetzer und Forscher dar, die sie zu einer tieferen Reflexion über mögliche Interpretationen dieser Prophezeiung zwingen. Der Astrologe warnt auch vor einem sehr großen Hunger, verursacht durch eine Seuchenwelle. Diese letzte Formulierung erscheint besonders beunruhigend, da sie darauf hindeutet, dass ein Tsunami, der landwirtschaftliche Gebiete zerstört, nicht nur zu Hunger, sondern auch zur Ausbreitung von Krankheiten führen kann. Diese Prophezeiung zeigt sich als ein beängstigendes Bild der Zukunft, in der die Menschheit nicht nur mit den Herausforderungen des Klimawandels,
sondern auch mit einer Epidemie und den Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung kämpft. Wenn die Prophezeiungen dieses französischen Hellsehers eintreffen, könnte die Welt im Jahr 2024 mit noch zerstörerischeren und gnadenloseren klimatischen Ereignissen konfrontiert sein als bisher. In der dynamischen Landschaft der globalen Politik, im Kontext des wachsenden Einflusses Chinas, beginnen viele geopolitische Experten, Wirtschaftsexperten und Journalisten potenzielle Spannungen und Konfrontationen im Zusammenhang mit dem Reich der Mitte zu erkennen. Angesichts früherer militärischer Demonstrationen seitens Chinas, insbesondere durch die Expansion der Flotte im südchinesischen Meer und die damit verbundenen Aktivitäten im Zusammenhang mit Taiwan, gibt es ernsthafte Spekulationen über mögliche Konflikte. Es ist bemerkenswert, dass vor 5 Jahrhunderten Nostradamus in seinen Prophezeiungen etwas Ähnliches vorhersagen konnte. In einem seiner Vierzeiler erwähnt er einen Kampf und Seeschlacht, bei dem der rote Gegner vor Angst erblassen wird, einschüchternd aus dem großen Ozean. Die Interpretation dieser Prophezeiung im Kontext zeitgenössischer Realitäten deutet auf die Möglichkeit einer Konfrontation im Zusammenhang mit militärischen Aktionen Chinas hin, die den roten Farbton aufgrund ihres kommunistischen Charakters repräsentieren. Darüber hinaus weckt die Bezeichnung »Großer Ozean« Assoziationen mit dem Indischen Ozean, was den möglichen Umfang militärischer Operationen zusätzlich betont. Bei der Analyse des Ranks des World Directory of Modern Military Warships aus dem Jahr 2023, in dem die chinesische Flotte nach den Vereinigten Staaten den 2. Platz einnimmt, gibt es ernsthafte Bedenken hinsichtlich einer möglichen Konfrontation zwischen China und der NATO. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Wettbewerb zwischen diesen beiden Mächten zu einer Art neuer Kalter Krieg werden könnte. In einer der Nostradamus-Prophezeiungen für das Jahr 2024 wies er auf bevorstehende Veränderungen im Vatikan hin, die mit dem fortgeschrittenen Alter des aktuellen Papstes verbunden sind. Er drückte die Überzeugung aus, dass der Tod eines sehr alten Papstes den Weg für die Wahl eines neuen, jüngeren Bischofs aus Rom in einem angemessenen Alter öffnen würde. Obwohl die Annahme eines jüngeren Kirchenführers als logischer Schritt erscheint, fügte der Seher sofort hinzu, dass der neue Papst seine Macht schwächen und sehr lange Papst sein wird. Bei der Analyse der Prophezeiung wird es entscheidend, das präzise Verständnis des Wortes Schwächen zu verstehen. Forscher betonen, dass dies nicht unbedingt eine Katastrophe bedeuten muss, sondern auf progressive Veränderungen hindeuten kann, die die bisherigen verwurzelten kirchlichen Prinzipien dominieren werden. Vor dem Hintergrund dieser Visionen stellt sich die Frage, ob der neue Papst Maßnahmen zur Modernisierung der kirchlichen Institution ergreifen wird oder ob seine Herrschaft beunruhigende Turbulenzen mit sich bringen wird. Der aktuelle Papst, Franziskus, der derzeit über 87 Jahre alt ist, ist der Schlüsselpunkt für diese Prophezeiung. Sein Alter und gesundheitliche Probleme sind allgemein bekannt, was dazu führt, dass Nostradamus' Vorhersagen in die realen Umstände zu passen scheinen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Interpretation dieser Worte den historischen Kontext und den Geist der Zeit berücksichtigen muss, um eindeutige Schlussfolgerungen zu vermeiden. Die Vision der Wahl eines neuen Papstes aus Rom wird auch zu einer Reflexion über die Bedeutung der kirchlichen Tradition und Erbschaft. Wird der neue Führer die seit Jahrhunderten verankerten Prinzipien fortsetzen oder mutige Schritte in Richtung Anpassung der Kirche an die modernen Herausforderungen unternehmen? Die Frage lautet, ob es sich lohnt, an diese Prophezeiungen zu glauben. Gibt es eine Chance, dass all dies in diesem Jahr geschieht? Diese Frage bleibt offen,
und nur die Zeit wird ihre Genauigkeit überprüfen können. Die Frage nach der Möglichkeit, dass sich die Prophezeiungen erfüllen, bleibt offen und erfordert eine sorgfältige Analyse. Es ist wichtig zu betonen, dass die Vorhersage der Zukunft eine schwierige Aufgabe ist und der rätselhafte Charakter der Prophezeiungen dazu führt, dass ihre Interpretation oft subjektiv ist. Es besteht auch die Gefahr, selektiv Ähnlichkeiten zwischen Prophezeiungen und der Realität zu erkennen, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Der Ansatz für dieses Thema erfordert Vorsicht und einen kritischen Blick. In der Realität kann man nicht sicher sein, ob diese Prophezeiungen tatsächlich Vorboten zukünftiger Ereignisse sind. Es wird empfohlen, einen gesunden Skeptizismus zu bewahren und in Aussagen zurückhaltend zu sein, wobei die subjektive Natur der Interpretation von Prophezeiungen berücksichtigt wird. Die tatsächliche Bestätigung oder Widerlegung dieser Vorhersagen kann nur im Laufe der Zeit auftreten, daher ist es notwendig, ihnen mit moderater Zurückhaltung zu begegnen.